Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Ich ziehe mir jetzt schon mal ein Guinness rein, weil das Wetter ist nicht gut, macht einen alles traurig hier. Prost. Nein, falsch. Ist einer der Hauptakteure heute. Wir machen heute ein Fleisch, was wir aufgießen mit Guinness und dann schön kochen. Und das Ganze, wir machen das in meinem neuen Dutch Oven, den ich mir gekauft habe. Den werden wir heute benutzen und damit werden wir heute ein im Bier gebratenes bzw. gegartes Rinderfleisch machen. Ich habe mir hier ein schönes Stück Rinderkeule organisiert. Das sind 1100 Gramm. Da werde ich jetzt schöne große Stücke rausschneiden, so dass wir auch ein bisschen was im Mund haben werden. Und da machen wir jetzt große schöne Würfel draus. Ich mache da jetzt schöne große Würfel draus, so dass wir halt auch richtig schön was im Mund haben. Ich finde so, das ist so die richtige Größe dafür. Und die tun wir dann schon mal hier in die Schale. Das Fleisch sieht richtig gut aus, ne? Das Fleisch sieht richtig gut aus und da hat der Schlachter oder Metzger unser Vertrauens auch echt was Gutes getan. Ich finde ja, wir sind ja jetzt gerade mal nicht in Hamburg, hier auf dem Lande, auch wenn man zum Discounter geht, kriegt man schon ganz anderes Fleisch, wie man hier so sieht, als wenn ich in Hamburg da zum Discounter gehe. Also richtig geil, bringt auch richtig Spaß damit. Jetzt haben wir hier einen ganzen Bunch auf schönem Fleisch. Kaum habe ich übers Wetter gemeckert, schon scheint hier die Sonne. Ich habe hier einen schönen Wrap, den mache ich hier jetzt großzügig rüber, weil wir wollen ja auch richtig was an Geschmack haben. Das verteile ich jetzt hier drüber so ein bisschen. Könnt ihr natürlich den Wrap eures Vertrauens benutzen. Ich habe wieder diesen Hamburger Gunpower am Start, weil ich den einfach gut finde. Und als Hamburger steht man natürlich zu seiner Stadt. So, das lassen wir jetzt einen Augenblick ziehen. Und ich kümmere mich jetzt mal ums Feuer. So, ich habe mir meine Kohlen schon mal vorbereitet. Die tun wir uns jetzt hier in meine Schale hinein. Die sind schon schön durchgeglüht zum Teil. Super. Ich habe hier meinen Dutch Oven, den stelle ich mir hier mal in mein Bett hinein. Der wird jetzt richtig schön heiß und dann können wir gleich da das Fleisch drauf anbraten. Ich meliere mir jetzt so ein bisschen mein Fleisch. Das gibt nachher ein bisschen Sämigkeit und wenn wir das jetzt anbraten, dann kriegt das so ein bisschen bessere Kruste noch. Und dann fangen wir gleich an, das schön anzubraten. Ein bisschen Öl in den Topf. Topf ist heiß, man sieht es sofort. Ein bisschen Shave steht mein Topf da. Das können wir gleich auch noch ändern. Jetzt tun wir da mal ein bisschen was von dem Fleisch hinein. Müssen wir mal gucken, wie viel. Weil wir wollen natürlich auch, dass es schön anbrät, gleichmäßig. Und wenn ich jetzt zu viel auf einmal reintue, und jetzt geht, das ist gut. Sehr gut. Das riecht schon gut, ne? Das riecht super, ja. Das ist schon super genial. Das liegt am Öl, genau. Eigentlich wollte ich das ja so Step by Step machen, aber... Aber du hast das große... Ich habe einen schönen großen Topf, ja. Ja, genau. Mit 5,7 Litern ist der natürlich schön groß. Und das ist schon echt genial. Richtig genial. Man sieht hier schon so die ersten Stellen, wo sich die Röstaromen so langsam bilden. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich habe mir eine Packung Suppengemüse mitgenommen. Vielen Dank. Ich habe eine Soufflöse diesmal. Meine Mutter ist mit wieder im Hintergrund. Die souffliert mir, damit ich nicht immer so einen Quatsch laber. Vielen Dank. Sehr gut. Ich schneide dir mal hier ein bisschen das runter und dann müssen wir den halt schön in kleine Würfel schneiden. Genau, ich schneide den Sellerie jetzt hier so in Streifen und dann werde ich diese Streifen hier gleich alle so runterschneiden.
Ich muss mal mein Fleisch umdrehen. Ja, ich drehe mal mein Fleisch um. Ja, das sieht richtig gut aus. Ganz kleinen Moment noch und dann ist das schon mal so weit angedünstet. Dann kann das nämlich hier raus. So, die Sellerie ist fertig. Sellerie ist fertig. Jetzt mache ich hier noch eben schnell so ein bisschen. Was ist es? Was ist es? Lauch. Lauch, genau. Schneiden wir auch kurz runter. Zerfällt ja eh nachher. Das musst du erst die äußeren Blätter abschneiden. Soll ich die äußeren Blätter abschneiden, hat sie gesagt. Wenn die Chefin das sagt, dann machen wir das. Äußeren Blatt ist weg. Besser ist. Das nehmen wir auch weg. So. Und dann schneiden wir den hier auch noch eben schnell runter. Schön. So, jetzt Karotte. Vorne, hinten weg. Sind gut geschrubbt, müssen wir nicht schälen. Und dann schneiden wir die. Ne, ich schneide die jetzt einmal der Länge nach runter. Ist auch so ein Garten. Leider haben wir hier ja keine Felder im Garten, dafür ist der Garten zu lütt. Aber vielleicht kommt das ja demnächst auch noch, wer weiß. Wochenmarkt. Genau. So. Oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig gut aus. Das nehmen wir jetzt auch raus. Und dann tun wir da unsere Markknochen hinein. So, jetzt haben wir schön 3 Markknochen. Die schmeißen wir jetzt hier hinein. Die werden schön angebraten. Tun wir noch ein bisschen Öl zu. So, geht gleich weiter. 3 Zwiebeln brauchen wir. Pellen, hat glücklicherweise meine Mutter schon für mich getan. Einmal in der Mitte durchschneiden und einfach in den Ring runterschneiden. Ja, sie ist richtig fleißig, ne? Meine Mutter ist richtig fleißig, ja. Die ist immer mit dabei, wenn wir hier am Machen sind. Richtig toll, guter Support. So kann man arbeiten. So, jetzt haben wir die schon einmal schön umgedreht. Schönen Röstaromen, die hier entstehen, werden hier schön angebraten, werden schön richtig heiß hier drin. Das wird sich gleich alles schön auflösen, das mag, und das gibt uns so richtig Kraft. So, ein bisschen Knobi noch. Smash and Dash, einfach draufhauen, dann kann man die wunderbar so aus der Verpackung nehmen, aus der Naturverpackung, und dann einfach klein runterschneiden. Wir wollen die nicht durch die Presse jagen. Wir wollen ja nicht, dass das alles hier nach Knobi schmeckt. Wir wollen ja im Grunde schön Knobi-Stückchen da drin haben. Das reicht völlig aus an Aroma. Ich komme mal mit meinem ganzen Gemüse und schmeiß das hier jetzt mal mit hinein. Das dünsten wir jetzt auch schön an. Und dann kommt hinterher da gleich auch wieder unser Fleisch zu. Jetzt müssen wir das Ganze hier mal ein bisschen umrühren. Das wird aber alles hier schon. Sieht alles richtig gut aus. Jetzt kommt da mal ein bisschen Tomatenmark rein. Richtig schön Tomatenmark damit rein. Das muss jetzt auch gleich noch ein bisschen mit anrösten. Dann kommt da jetzt mein Fleisch auch gleich wieder oben drauf. Das rösten wir auch alles noch mal an und dann können wir das gleich ablöschen. Tomatenmark schön mit unterrühren. Soll ja auch überall mit hin. Richtig gut. Jetzt haben wir hier unten so ein bisschen Ansatz, das ist aber nicht schlimm. Das löst sich gleich auf. Und das gibt dann dem Ganzen auch noch ein bisschen Würze und ein bisschen Kraft mit dazu. Sehr cool. Unser Fleisch sieht auch richtig genial aus. Das tun wir jetzt mit da wieder schön rein. Kein bisschen von dem Geschmack hier verlieren. Alles da schön mit rein. Genial. Alles mal schön verrühren. Jetzt muss das alles einmal richtig
heiß werden und dann löschen wir das gleich schön mit Dunkelbier, also sprich Guinness, ab. Jetzt rühren wir das Ganze noch einmal um, final, und dann kommt da jetzt gleich richtig schön Guinness drauf, Deckel drauf, und dann muss das locker 2 Stunden ziehen. So, Bier ist offen. Prost. Viel hilft viel. Verkocht ja eh. Das riecht schon so gut. Richtig genial. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Deckel zu. So, ich mache jetzt hier mal den Deckel auf und wir haben eben schon mal, man kann es ja nicht lassen, Dankeschön, netter Kommentar, man kann es natürlich nicht lassen, man muss natürlich auch immer zwischendurch mal gucken und probieren und so. Bei mir ist ganz praktisch, ich kann den hier schön auf die Kante von meiner Feuerschale draufpacken. Das finde ich ganz cool. Und dann können wir jetzt da mal ein bisschen würzen. Ich würze das jetzt einfach mal ein bisschen nach. Ich habe ein bisschen Chili Flakes hier in der Mühle drin. Die machen wir jetzt hier mal ein bisschen drauf. Kann man natürlich ein bisschen was reintun. Ist natürlich auch eine gute Menge. Normalerweise koche ich ja ein bisschen mehr mit Chili selber. Das können wir ja bei einem der nächsten Male tun. Bin ja schon dabei, mir meine neue Küche, hier Outdoor-Küche auszudenken. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Salz dran, weil Salz hat mir noch gar nichts dran gemacht. Ja, so, das sieht auch ganz gut aus. Und dann habe ich hier von so einer Steakhouse-Kette aus Hamburg noch meinen obligatorischen Pfeffer. Da tun wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen was rein und dann rühren wir das mal um. Ich rühre das jetzt hier mal so ein bisschen um. Hier ist natürlich noch viel Flüssigkeit drin. Das ist ja auch nicht schlimm. Unser Fleisch ist auch noch verhältnismäßig fest. Unsere Markknochen, das Mark ist so gut wie raus. Das ist natürlich auch ganz cool. Jetzt lassen wir das hier noch ein bisschen runter reduzieren und köcheln. Dann wird unser Fleisch gleich auch butterzart. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe da schon ein bisschen Kartoffelstampf drauf getan. Ich tue da jetzt einen schönen Schlag von meinem Salat drauf. Und dann schaut mal hier. Sieht das nicht genial aus? Ist das nicht geil? Ich finde, das sieht richtig geil aus. Alter, das Fleisch zerfällt förmlich. Und da gibt es jetzt hier mal richtig was auf den Teller drauf. Oh, geil, oder? Ja. So, ich muss jetzt noch 2, 3 weitere Teller machen und dann geht das sofort weiter. Sieht das nicht genial aus? Der geile Salat von neulich. Hier schön ein richtig gutes Kartoffelstampf, alles schön in der Ostseesonne und unser Mega-Fleisch, was wir da haben. Richtig geil. Unser Topf ist ja hier schon runter von meinem Setup. Das hat sich aber echt bewährt und das geht auch richtig gut. Hat auch richtig Spaß gemacht, das zu machen. Da werden mit Sicherheit noch viel mehr Rezepte von uns kommen. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen, abonniert uns, das würde uns richtig freuen, damit wir mal ein bisschen größere Community werden. Habt ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen, einfach unten in die Description Box rein, in die Kommentare reinschreiben, wir freuen uns darüber. Hast du noch irgendwas, Schatz? Guten Sonntag. Ja, wünsche ich auch und ich sage tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Frank kocht wieder irgendetwas Tolles, Leckeres oder backt vielleicht, wer weiß. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.